Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Tatsachen wurden umrissen. Und statt sich dem Bau der 400.000 Wohnungen zu widmen, die Frau Geiwitz und die Ampel uns bisher vorgelogen haben, strebt nun Frau Geiwitz dazu, in den Aufsichtsrat des Zukunftszentrums für deutsche Einheit und Transformation einzuziehen, obwohl dies, es wurde erwähnt, nach § 5 Bundesministergesetz eigentlich verboten ist. Offenbar ist sie nicht ausgelastet, was verwundert. Die 400.000 Wohnungen, so weit entfernt wie noch nie, die Eigentumsquote sinkt, Mieten neben Baukosten explodieren, keine Deregulierung auf dem Wohnungsmarkt, keine Entlastung für die Bürger. Da könnte sie sich drum kümmern. Und so fragen wir uns also zu Recht, warum steht das heute hier überhaupt auf der Tagesordnung und warum hat das Kabinett klammheimlich zugestimmt und wollte das hier überhaupt nicht in die Debatte bringen? Gibt es da was zu verheimlichen? Verlassen die politischen Ratten vielleicht schon das sinken? Politschiff kann das vielleicht sein, dass für die Zeit danach, Stichwort Sonnenuntergang oder Spätsommer, dass für die Zeit danach über den Aufsichtsrat schon angestrebt ist, Frau Geiwitz vielleicht auf einen lukrativen Geschäftsführerposten zu hieven da in Halle. Also man wird sehen, was daraus wird. Das Ende der Regierung, wir kriegen es ja selber mit, die Selbstauflösungserscheinungen der Grünen und der Grünen Jugend. Wir kriegen 0,8% Parteien alle mit, das Ende der Ampel naht. Das hört sich so ein bisschen an wie schnell weg und schnell was Neues suchen. Frau Geiwitz ist da offenbar ganz vorne dabei. Einen vernünftigen Grund jedenfalls, Frau Geiwitz in dieses Zukunftszentrum zu schicken, können wir nicht erkennen. Ein Vergangenheitszentrum, wenn es sowas gäbe, würde ich sagen, gut, da kann die Frau Geiwitz rein, aber das steht ja hier nicht zur Debatte. In Halle haben Sie erwähnt, 200 Millionen Euro sollen ausgegeben werden, alleine für den Bau. Es wird wahrscheinlich werden es dann 500, 600 Millionen Euro, wie man Ihre Baupreisplanung kennt. Unsere Fraktion in Halle ist jetzt nicht dafür. Die haben gesagt, sie begrüßen das. Die haben es doch selber gesagt. Sie begrüßen das, wenn es was Vernünftiges bringt. Und das derzeitige Konzept sieht völlig anders aus, Herr Dahldrup. Und wenn Sie sich hier so aufregen, dann wissen Sie genau warum. Weil das Konzept riesengroßer Murks ist. 200 Millionen, 500 Millionen, man wird sehen, was dabei rausliegt. 200 Mitarbeiter, 400 Millionen, 40 Millionen Euro jährlich an laufenden Kosten. Wofür? Für einen, ich zitiere, Ort für Diskurs, Wissensvermittlung zur Stärkung der Demokratie und des Zusammenhalts zwischen Ost und West. Also Stuhlkreise, Laberei, Belehrungen darüber, was die Regierung sich als Demokratie vorstellt und was nicht, völlig unproduktiv, wie es zurzeit aussieht, ist das wahrscheinlich, um Ihre linke Klientel zu versorgen, die in den nächsten Monaten reihenweise arbeitslos wird. Das ist sowas von durchschaubar, was Sie hier aufziehen. Deshalb ist das schön, dass wir das hier mal thematisieren. Wir brauchen keine seltsamen Zentren, wir brauchen vernünftige Politik für Deutschland, auch von Frau Geiwitz, gerade auf dem Bau und auf dem Wohnungsmarkt. Und eine Ministerin, die schon in ihrem Vollzeitjob als Ministerin nichts hinbekommt, die braucht nicht noch ein Aufsichtsratmandat. Die soll sich um ihr Ministerium kümmern und umsonst nichts. Vielen Dank. Vielen Dank.